Am 7.3. erscheint der dritte Band von Crescent City von Sarah J. Maas. Und deswegen ist es jetzt für mich endlich an der Zeit, dieses wunderschöne Buch hier von seinem Subleichenstatus zu befreien. Ich habe diesen zweiten Band der Reihe direkt nach Erscheinen gekauft und war dann auch super motiviert, das Buch direkt anzufangen, weil der erste Band so ungefähr mit dem schlimmsten Cliffhanger der Weltgeschichte geendet hat und das Ende einfach nur unfassbar grandios gut war. Bis mir dann aufgegangen ist, dass das ja bedeuten würde, dass ich nach dem Ende des zweiten Bandes unendlich lange auf den dritten Band warten müsste. Das ist jetzt ungefähr 1,5 Jahre her. Der dritte Band ist endlich in greifbarer Nähe und deswegen lese ich jetzt dieses Buch. Endlich! Ich bin tatsächlich auch schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Ich befinde mich aktuell auf Seite 360. Und es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung, nach so einer langen Zeit wieder in diese Welt einzutauchen. Ich brauchte eine Weile, bis ich drin war. Ich musste einige Charaktere googeln, um erstmal zu checken, wer das alles überhaupt ist, wie die in Verbindung miteinander stehen. Aber so langsam bin ich auf jeden Fall wieder drin und die ganze Geschichte nimmt sehr interessante Wendungen an. Ich bin gespannt, in welche Richtung sich das alles noch entwickeln wird. Ich bin mir aber relativ sicher, dass es wieder äußerst episch werden wird und deswegen habe ich momentan eine ziemlich gute Zeit mit dem Buch. Auch wenn ich sagen muss, dass sich in diesem Buch wieder genau das gleiche Phänomen finden lässt wie im ersten Band. Ich finde die Geschichte und die Handlung irgendwie ein bisschen langsam. Es passiert nicht sonderlich viel. Es ist überhaupt nicht actiongeladen und es baut sich halt immer mehr auf. Man hat irgendwie ein Gefühl, dass es sich halt am Ende alles entladen wird, aber ich würde mir einfach zwischendurch so ein paar mehr spannende Momente wünschen, die mich dann auch so richtig an die Story fesseln, die mich in dieses Gefühl von, ich kann das Buch nicht mehr weglegen, bringen. Das fehlt mir hier halt und das hatte ich beim ersten Band auch schon. Aber wie gesagt, beim ersten Band hat einfach das Ende für mich alles rausgehauen und das Buch zu einem absoluten Highlight gemacht. Und ich hoffe, dass es bei diesem Buch dann hier auch so sein wird, dass spätestens die letzten 200 Seiten einfach richtig spannend und gut werden. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich jetzt endlich nach dieser ewig langen Zeit nach diesem Buch hergegriffen habe und bin unfassbar gespannt, was mich hier noch erwartet. Mittlerweile auf Seite 478. Ich habe damit jetzt also ein klitzekleines Stück mehr als die Hälfte gelesen. Und ich muss wirklich sagen, dass mir die letzten Seiten wirklich richtig, richtig gut gefallen haben. Wir hatten wirklich einige sehr, sehr actiongeladene Szenen. Und es wurde irgendwie so eine Grundspannung aufgebaut, die, wie ich das Gefühl habe, jetzt auch sich weiterhin durch das ganze Buch ziehen wird. Dadurch bin ich jetzt auf jeden Fall sehr, sehr positiv gestimmt. Und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt nach so 400 Seiten dann auch endlich richtig in der Geschichte drin und finde mich so ein. Das Verlangen weiterzulesen ist auf jeden Fall da und ich freue mich immer, wenn ich zwischendurch ein bisschen Zeit habe. Wir haben ja also eine sehr positive Entwicklung, genauso wie ich mir das gewünscht habe und ich freue mich richtig doll drauf, weiterzulesen. Ich freue mich sehr, euch heute mal wieder neuen Schmuck von Hey Happiness vorstellen zu dürfen. Bei Happiness findet ihr wunderschöne, filigrane und zeitlose Schmuckstücke, die sich super gut untereinander kombinieren lassen und jedes Outfit richtig aufwerten. Ich habe mich dieses Mal ganz besonders in diese kleine, ovale Halskette verliebt mit wunderschön, hochwertig eingravierten Gänseblümchen. Ich bin wirklich ganz verliebt und denke, dass diese Kette auf jeden Fall zu einem täglichen Begleiter für mich werden wird. Ich habe auf der einen Seite 3 Ohrlöcher und auf der anderen Seite 2. Und mir persönlich macht das super viel Spaß, mir da verschiedene Kombinationen zu überlegen. Und da habe ich mich dieses Mal für ganz kleine, filigrane Ohrstecker entschieden. Da hätten wir einmal passend zu der Halskette ein Blümchen mit einem
kleinen Steinchen dran, was, wie ich finde, das Ganze zu etwas sehr Besonderem macht. Mein letztes Ohrloch habe ich mich für einen ganz, ganz winzig kleinen, aber wie ich finde, sehr, sehr schönen Ohrstecker entschieden, der den Look nochmal so richtig abrundet und vollständig macht. Ja, und falls ihr jetzt auch Lust bekommen habt, mal bei Hey Happiness vorbeizuschauen und vielleicht nach einem Geschenk für euch selbst oder eure Liebsten zu stöbern, dann habe ich hier einen Rabattcode für euch. Mit dem bekommt ihr 12% Rabatt auf eure Bestellung. Alle weiteren Informationen und Deals findet ihr wie immer in der Infobox. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Stöbern. Ich habe in den letzten Tagen ganz viel weitergelesen und bin jetzt auf Seite 762. Ich habe jetzt also noch knapp 100 Seiten übrig, ein bisschen mehr, ungefähr 130. Wir bewegen uns also rasend schnell auf das Finale zu. Und ich finde, man merkt so richtig diese Ruhe vor dem Sturm. Die Kapitel werden irgendwie immer länger. Es besteht ganz viel aus Dialogen, die jedes Mal irgendwie mit erschütternden neuen Erkenntnissen zusammenhängen. Und auch wenn die spannenden Szenen, die es in der Hälfte des Buches hatte, jetzt wieder so ein bisschen abgeflaut sind, finde ich, man merkt richtig, dass so eine totale knisternde Spannung aufgebaut wird. Und es macht richtig viel Spaß zu lesen. Und ich fieber total auf das Ende drauf hin und bin unglaublich gespannt, was mich da alles erwarten wird. Ich finde, dieses Buch lebt auch einfach mal wieder von den unglaublich tollen Charakteren und Protagonisten. Es fällt mir überhaupt nicht schwer, eine emotionale Bindung zu denen aufzubauen und dadurch halt so richtig mitzufiebern im Geschehen. Was ich allerdings sagen muss, ist, dass ich unsere Hauptfigur Bryce nicht mehr so toll finde wie im ersten Band. Sie ist eine relativ spezielle Badass-Charakterin, würde ich sagen. Sie hat eine sehr große Klappe, ist sehr schlagfertig. Aber manchmal, finde ich, wirkt das irgendwie so ein bisschen drüber, als könnte sie halt überhaupt keine Situation so richtig ernst nehmen, weil sie immer Witze macht, auch wenn sie mit irgendwie dem König aus der Hölle redet oder so, der sie mit einem Schnipsen umbringen könnte, ist sie irgendwie immer super frech. Und ich finde, diese freche Art nimmt irgendwie manchen Szenen so ein bisschen die Spannung, weil sie halt nicht mehr so richtig ernsthaft wirken und sie immer über alles Witze macht. Einerseits macht sie das zu einer relativ coolen und witzigen Protagonistin, aber andererseits, finde ich, passt es manchmal nicht so richtig gut in dieses Fantasy-Genre rein, weil einfach, ja, diese Ernsthaftigkeit so ein bisschen genommen wird dadurch. Das ist jetzt kein Punkt, der mich sonderlich stört, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es im ersten Teil noch nicht so extrem war und ich sie da so ein bisschen lieber mochte. Aber ansonsten genieße ich das Buch in vollen Zügen und nutze wirklich jede freie Minute, um weiterzulesen. Es ist so spannend, es ist so gut. Ich habe noch ungefähr 40 Seiten übrig. Es folgt gerade wirklich ein Plot-Twist auf den nächsten. Es sind so viele krasse Wendungen und ich komme gar nicht mehr klar. Und ich finde es irgendwie gerade so toll, weil diese Spannung mal nicht auf Krieg und Kampf aufbaut, zumindest jetzt noch nicht und nicht hauptsächlich, sondern eben so viel mehr auf der Enthüllung von politischen Intrigen und so, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Und ich meine, ich weiß ja nicht, was jetzt auf den nächsten 40 Seiten noch passiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass es gleich noch die ein oder andere Kampfszene geben wird, aber jetzt gerade finde ich das einfach nur richtig gut gemacht und bin richtig baff von den ganzen Wendungen, die wir hier haben und finde es gerade sehr, sehr spannend und freue mich jetzt sehr, die letzten Seiten noch zu lesen.
Was? Oh mein Gott, ich komme ja gerade gar nicht klar. Was ist das denn? Was? Also ich bin jetzt durch. Ich habe nur noch den zweiseitigen Epilog vor mir. Was ist hier gerade passiert? Und wie haben Leute es bitte geschafft, fast 2 Jahre auf den dritten Band zu warten? Mit diesem Ende könnte ich nicht 2 Jahre leben. Ich bin jetzt wirklich unendlich gespannt auf die Fortsetzung, auf den dritten Band. Ich kann es kaum abwarten, dieses Buch in meinen Händen halten zu können und die Seiten zu lesen und zu erfahren, wie diese Geschichte weitergeht, weil das hier episch. Einfach nur episch. Ich könnte jetzt gar nicht so genau sagen, ob mir der zweite Band besser gefallen hat als der erste. Ich finde, beide Bücher hatten so ein bisschen ihre Stärken und Schwächen. Beim ersten Band hat mich sehr gestört, dass die ersten 600 Seiten super zäh und langatmig waren und dann erst das Ende total spannend war. Bei diesem Buch hat die Einführung zwar auch noch recht lange gedauert, aber ich fand, es war ein bisschen besser durchmischt mit spannenden Szenen und irgendwie actiongeladener Handlung. Bei diesem Buch hatte ich also überhaupt keine Probleme, da irgendwie durchzukommen. Wahrscheinlich, weil ich ja auch schon mit der ganzen Welt und den Charakteren schon irgendwie vertraut war. Ja, für mich ist diese Reihe also absolut lesens- und empfehlenswert. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das Buch jetzt endlich gelesen habe und freue mich jetzt, wie gesagt, unglaublich doll auf den dritten Band. Ja, und damit war es dann jetzt auch schon wieder mit diesem kleinen Vlog. Ich hoffe natürlich wie immer, dass ihr ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen hattet. Falls ihr dann auch noch meine Meinung zum dritten Band wissen möchtet, sobald er erschienen ist und ich ihn gelesen habe, dann abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Macht's euch gemütlich und bis dann. Ciao!